richtige Freunde zu finden. Seht ihr, Brüder? Unser Mentor schämt sich nicht, Schülern seine Gefühle zu zeigen. Keine Sorge. Es wird nicht zur Angewohnheit. Wir wurden auf dem Weg hierher angegriffen. Einige von euch sollten die Umgebung durchkämmen. Hemmen! Und ihr, Ezio. Eure Ausrüstung ist in erbärmlichem Zustand. Besorgt euch Geld und repariert, was ihr könnt. Es gibt hier einen Schmied. Ein Freund. Buona idea. Hast du mit meiner Ausrüstung Probleme nochmal, oder was? Hä? Probleme mit meiner Ausrüstung? Hä? Wisst ihr was Sache? Wisst ihr was Sache? Da oben. Kaum bin ich hier schon, werde ich vom verdammten Tempel angegriffen. Konstantinopel. Ein Land zwischen Grenze. Oder eher Stadt, eher gesagt eine Stadt. Europa und Asien, so wie es gesagt wurde. So, wieder runter. Was? Eigentlich wollte ich Fallschirm öffnen, Leute. Das ist nur zur Verteidigung, ne? Ich wollte meinen Fallschirm öffnen. Aber es hat sich nicht geöffnet. Uah. Mentor. Begrüßt doch eure erweiterte Familie. Salute a voi, Assassini. Es ist eine Ehre, so weit von daheim tüchtige Freunde okay. zu finden. Okay. Kann ich jetzt irgendwie springen? Weil anscheinend hat es irgendwie... keine Ahnung. Seht ihr, Brüder? Unser Mentor schämt sich nicht, Schülern seine Gefühle zu zeigen. Keine Sorge. Es wird nicht zur Angewohnheit. Halt, dann nochmal, ne? Wir wurden auf den Weg hierher angegriffen. Einige von euch sollten die Umgebung durchkämmen. Hemmen! Und ihr, Ezio. Eure Ausrüstung ist in erbärmlichem Zustand. Besorgt euch Geld und repariert, was ihr könnt. Es gibt hier einen Schmied. Ein Freund. Buona idea. So. Kann vielleicht sein, dass ich es vielleicht abgelehnt hatte. Das kann auch sein. Das kann sein, ja. Eher möglich. Anscheinend habe ich es irgendwie aussehen abgelehnt und dann... halt doch mal. Ja. Ihr fürchtet um die Sicherheit eures Heims? Wir führen den letzten. Edle Kunden, nur die allerfeinsten Abgüsse und Verbindungen. Dergleichen habt ihr gewiss noch nicht gesehen. So. Dem Himmel sei Dank. Wir fürchteten, wir hätten unseren Mentoren die Laster der Großstadt verloren. Meine eigenen Laster reichen mir völlig, grazie. Also, was führt euch her, Ezio? Erzählt mir mehr über die Templer. Ihr nennt sie Byzantiner, doch das Byzantinische Reich ging vor 60 Jahren unter. Diese Männer gehören einer Linie an, die dem letzten Kaiser treu blieb.
Konstantin dem 11. Wer sie jetzt führt, kann ich nicht sagen. Verstehe. Dann liegt es wohl an mir, es herauszufinden. Elzio, wo ist eure Hakenklinge? Meine Hakenklinge? Kennt ihr nicht? Ich wuchs mit ihnen auf. Zeigt mir, wie sie funktioniert. Und Ende. Die Hakenklinge. Stellt euch die Hakenklinge als verlängerten Arm vor, Ezio. Okay. Hui! Hier lang. Warte mal kurz. Hier, kommt. Ja, gleich. So. Mal schnell ein Datenfragment eingesammelt. Hui! Du warst im Weg. So, noch ein Datenfragment. Zack. Ihr glaubt, ich schaffe das nicht? Das mache ich mit links. Kommt, wir müssen uns stoppen. Was macht der denn da? Sieht man doch. Rumhangeln. Warte mal kurz. Datenfragment. So. Das kannst du laut sagen, mein Freund. Ich bin sportlicher, athletischer Ezio. Auditore. Seht zu und lernt, Ezio. Wir nennen es den Hakenlauf. Prescht auf den Gegner zu und wenn er ihn erreicht, schlüpft mit der Hakenklinge vorbei. Rennen Sie auf den Assassinen zu und halten Sie Umschalt, um den Hakenklinge Okay. Schahane! Ups! Nein, ich wollte gerade bloß einen Fokus ausmachen, irgendwie. So. Wenn ich das mache, fängt immer... So, jetzt... Die typische osmanische Hakenklinge besteht aus zwei Teilen. Haken und Klinge. Ihr verwendet das eine oder das andere. Ein tolles Ding. Wie wäre es mit einer echten Prüfung? Va bene, gehen wir. Va bene, bene, va. Va bene, bene, va. Va, 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 va. Va, 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 va. Hey, fahrt mit euch! Nein, 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 nein. Habt ihr Spaß? Genau so! Lass die Hakenklinge die Arbeit machen! Okay, los, Hakenklinge, mach die Arbeit, ich kletter nicht mehr. Ich soll dir die Arbeit lassen.
Klingenhake. Hakenklinge. Ich die Beule. Hängt euch richtig rein. Ich die Beule was? Ich die Beule? So. Willkommen in Konstantinie, Ezio, dem Schmelztiegel der Welt. Zahllose Generationen beherrschten diese Stadt, doch keiner unterwarf sie. Sie erholt sich immer wieder. Sie scheint ein gutes Zuhause zu sein. Das stimmt. Machen wir ein Rennen? Boah, ein Rennen, Alter, ich kick dir ins Gesicht. Nee, V. Okay. Hui! Ich bin beeindruckt, Yusuf. Das würde den Brüdern in Rom gefallen. Lobt nur, wenn es angebracht ist. Yusuf, Çabuk Burege! Angriff von zwei Seiten, Galatau und Großer Bazar. Jeden Tag dieselbe Mühsal. Habt ihr Appetit auf ein Geplänkel? Ich tue, was ich tun muss. Guter Mann. Okay, die Geil. Die Geilheit. Übermannt Ezio Auditore. Wenn er so weitermacht. Alter, ich hau dich gleich. Da bist du verletzt. Der Geilheit des Auditore. So, los jetzt weiter. Ist er des Laufens müde, schwingt sich der Assassine in die Lüfte. Passt auf! Okay. Das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. So. Ein Templerspeer. Und dort noch einer. Seht zu. Assassinen! Hilfe! Hui! Wir müssen uns nun trennen. Ich gehe zum Bazar, ihr bleibt hier. Seht ihr diesen Turm? Sieh, die Galata-Feste. Er wird. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, doch dank euch muss ich das nicht. Heide Raskele. Zack. Das ist mein Dach. Verstanden. Mein Dach, meine Gegend, meine Dächer, meine Ziegel. Meine Seilrutsche. So. Bune Büe, Sheriff Usta. Ist Yusuf bei euch? Ein Angriff in der Stadt erfordert sein Eingreifen. Wie ist unsere Lage? Wir schlugen die Vorhut zurück, doch sie werden sicher mehr Truppen senden. Sind eure Männer schon wieder kampfbereit? Jetzt sind sie's.
Was? Platziert euch dort. Ah, okay, so ging es normal. Verteidigt das für mich. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Sichert diese Stellung. So. Verteidigt das Gebiet. Wartet dort. Zack. Platziert euch dort. Das habe ich auch schon gemacht. Und jetzt? Verteidigt das für mich. Da kann ich es auch noch machen, okay. Sichert diese Stellung. Ihr müsst diese Stellung halten. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Verteidigt das für mich. So. Platziert euch dort. Erledigt das. Ihr müsst diese Stellung halten. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Verteidigt das Gebiet. Sichert diese Stellung. Verteidigt das für mich. Bam. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Sichert diese Stellung. Hier noch im Mädchen. Verteidigt das Gebiet. Verteidigt das für mich.
Platziert euch dort. Platziert euch dort. Wartet dort. Denkt ihr echt, dass es hilft? Es bringt euch irgendwie weiter? Das ist euer Ziel. So, kaputt. So schnell kann's gehen, meine Freunde. Nur zwei Assassinen verloren. Nicht schlecht. Gebt Bescheid, wenn die Templer sich sammeln. Yusuf und ich sind dann bei der Bazarfeste. Nehmt eine Fähre über den Halic. Es ist der schnellste Weg auf die Halbinsel. Auf die Halbinsel. Wasser will ich da hochgehen. So. Na? Kauf ich. Und als super Sonderangebot in diesem Monat und nur in diesem Monat kauft 10 Teller mit sondern eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen unserem glorreichen Sultan Bayezid und Prinz Selim. So. Ezio, begrüßt meine neuen Freunde. Hallo, ich bin Ezio. Ach, Ezio. Als kennt ihr zu spät zu eurer Hochzeit. Sie, um etwa 25 Jahre.
Ich kam zu spät zur Bazarfeste. Welch Unglück. Doch nun, da sich mein Heer verdoppelt hat, holen wir sie uns zurück. Hier entlang. Wenn die Templer einen Bezirk übernehmen, stellen sie den Sieg zur Schau, hängen Banner auf und knechten die Händler. Es ist ein ständiger Kampf, sie in Schach zu halten. Und sie reiben uns jeden Sieg unter die Nase. Sie sind ziemlich dreist. Warum toleriert der Sultan das? Sultan Bayezid ist weit weg, Ezio. Er führt Krieg gegen Selim, viele Ferser nordwestlich der Stadt. Er war seit Jahren nicht mehr hier. Mindestens seit dem Erdbeben. Vielleicht sogar noch länger. Er ist blind für diese Tumulte. Aber eure Augen sind offen, See. Hemde Falter, Shigibi. Glaubt mir. Seid gegrüßt. Jo, seid gegrüßt. Yusuf Tatsim. Zu viele für den direkten Angriff. Ich bezweifle, dass uns hier eine Rauchbombe hilft. Rauchbombe? Ezio, es wird Zeit, dass ihr Italiener das 16. Jahrhundert erreicht. Diese hier vernebeln nicht. Sie lenken ab. Was ist da passiert? Das wird irgendjemand teuer sein. Seht ihr? Unwiderstehlich. Gehen wir. Okay. Ihr steckt voller Überraschungen heute. Sprengstoffe sind unser neues Steckenpferd. Wir bocken sie uns von den Chinesen und nutzen sie nun mit Leidenschaft. Das müsst ihr mir zeigen. Wer ist der Mentor hier, Ezio? Das frage ich mich langsam. Stücklei! Pass auf, wie du mit deinem Mentor redest, Junge! Nun ihr, macht mich stolz. Ich mache einen Scheiß. Juchbe, was für ein Knall! Das sagst du was. Habe ich mal irgendwas getan? Schnell, wir sind fast da. So. Das ist noch eine unserer Festen. Von Templern besetzt, wie ihr seht. Da, irgendwo in dem Mob, steckt der Templerhauptmann. Tötet ihn. Dann erklimmt ihr den Turm und gebt das Leuchtsignal. Das sagt den Templern, dass es Zeit ist, zu packen und zu gehen. Bene, ihr sorgt für die Ablenkung. Ich schick sie nach Hause. Ezio, hierher. Wenn die Templer eine unserer Festen erobern, untersteht sie einem ihrer Hauptmänner. Durchsucht das Gebiet. Dann seht ihr ihn vielleicht wie einen Pfau umherstolzieren. Okay. Ihr da!
Los, hier runter. Das wird doch besser so. Oh, nicht mit mir. Sehr gut. Das wird Ihnen gelehrt. Sehr gut. Zack. Was habe ich von meinem Anteil, wenn ich tot bin? Trotz des Erdbebens wie nie zuvor. Aber wann schlagen wir endlich zu und machen Konstantinopolis wieder zu der üblen? Ich will nicht sterben. Die den Reis ausgenommen haben. Yes, man. Es gibt sehr seltsame Aktivitäten im Animus. Ja? Die CPU sollte im Leerlauf sein. Aber der Systemmonitor schlägt regelmäßig aus. Manchmal bis zu 85%. Ist es ernst? Ich bin nicht sicher. Desmonds Werte sind stabil. Tja, wenn nichts kaputt ist, sollten wir auch nichts reparieren. Ist was dran. Boah, ich brauche einen Drink. Desmond, was hältst du davon? Was, wenn ich mit dir käme? Mit mir? Wohin? Es könnte klappen. Für eine Weile. Bis ich einen Ausweg finde. Einen anderen Körper vielleicht, oder? Was weiß ich? Ich will bloß nicht mehr hier sein. Das wird nicht gehen. Tut mir leid. Nein. Schätze, ich hatte meine Chance. Und hab's vergeigt. Standen Sie sich nah? Desmond und Lucy? Ich meine, näher als Freunde? Tja, Sie haben sich hin und wieder so angesehen, aber... Sie mochte ihn, Bill. Das hat sie mir gesagt. Hm, interessant. Mehr nicht? Nur interessant? Ich habe beide oft trainiert, als ich jünger war. Nicht gleichzeitig, natürlich. Sie war eine bemerkenswerte Frau. Und ich finde diese ganze Sache sehr traurig. Traurig? Du wirst doch nicht langsam weich, Bill. So, Leute, wir machen noch zum Abschluss der Session noch hier Desmonds Erinnerung inne. Okay. Unglaublich. Das muss der Kern des Animus sein. Keine Simulation, keine Umgebung. Ich spüre nicht mal meinen Körper. Alles sind nur Daten. Bin ich überhaupt ich selbst? Oder bin ich nur ein Computerprogramm? Ich hoffe, das nimmt es weiter auf. Desktop werde ich rausschneiden, aber... Ja. Anscheinend ist Desmonds Erinnerung eine separate Datei.
Mein Zuhause. Hier wurde ich geboren. Die Farm. Ja, sie nannten es die Farm. Meine Eltern, 2 Dutzend Paare, einige Kinder. Eine Kommune, im Wald versteckt. Okay. Kleine Häuser in den Black Hills. Genau. Blauer Himmel, Feuerstellen, Wind und Benzingestank. Die Generatoren liefen Tag und Nacht. Ich erinnere mich. Ich hab beim dreimal... Wir lebten einfach, fast wie Nomaden. Weit weg von allem. Immer bereit, alles sofort einzupacken und zu verschwinden, falls wir entdeckt wurden. Falls die uns entdeckten. So, wenn wir dreimal durchspielen, habe ich das mindestens bis einmal Erinnerung gemacht. Da. Die Farm. Es war nicht wirklich eine, oder? Keine echte Farm. Wir pflanzten Gemüse an. Aber ich erinnere mich nicht an Tiere. Ein paar Hunde vielleicht. Da oben. Die Assassinen. Ich wurde hineingeboren. Ich hatte keine Wahl. Es ist ein Geburtsrecht. Du bist ein Assassine, sagten sie. Was sollte das nur heißen? Seit meiner Kindheit hörten sie nie auf, das zu sagen. Du bist ein Assassine. Du bist ein Assassine. Und das ist unser Credo. Nichts ist wahr. Was sollte das heißen? Eine Welt ohne Sinn? Und alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt? Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Sie suchen nach uns und sie werden nicht aufhören, bis jeder einzelne von uns tot ist. Ja, eine Zeit lang habe ich geglaubt, aber ich habe nie verstanden. Das ist das Problem, wenn man in was hineingeboren wird. Glauben, ohne zu verstehen. Alle waren so ernst und ängstlich. All das Gerede von Assassinen und Templern, dem Ende der Welt. So. Ach, nicht schon wieder. Na. Ja, ich hätte auch hier lang gehen können. Toll.
Lebe nach dem Credo, Esme. Wecke deine Kraft. Meine Tastatur schon wieder. Ach, scheiße, Leute, warte mal kurz. Ey, fick dich, Tastatur. So. Sorry. Aufnahme falsch gerettet gewesen, anscheinend. Hat's gestartet, was eigentlich nicht sein dürfte und sollte. Ich will weiter hoch. Ich will hoch hinaus. Ich will gucken, ob mir das was bringt. So. Okay. Huh. Ich glaube, ich kann nicht da durch. Nee, schade. Okay. Ja, ich hatte vor der ganze Zeit Probleme mit Magic Deluxe, also Magic Video Deluxe Probleme gehabt. Jeder Mensch hat seine Grenzen. Ich weiß nicht mehr, wann ich aufhörte zu glauben, ab wann es mir egal war. Und also Magic Video Deluxe für das Rechner hatte, habe ich Probleme und da war immer so ein Knacksen und Rauschen immer meiner gerannt gehabt. Erst habe ich gedacht, ich habe ein Aufnahmeprogramm. Und dann habe ich gedacht, das liegt an meinem Mikrofon. Zum Glück, Gott, dass es nicht so ist. Alles so lächerlich. Wenn ich das Wort Templer hörte, musste ich lachen. Und Assassin, vergesst es. Und da habe ich gemeint, das lag an meinem Renderprogramm. Ja, mal, und kann ich auch mit dem Aufnahme- oder Mikroprogramm. Also habe ich... Ein uralter Krieg, sagten sie. Ein endloser Kampf. Doch mir war es egal. Wer hätte gedacht, dass man ein Kind mit Kriegsgeschichten langweilen kann? Also habe ich ein paar Einstellungen gemacht und, jetzt geht wieder alles. Ich schätze, ich war einsam. Allein unter Menschen. Ich hätte es ihnen sagen sollen. Vielleicht hätten sie zugehört. Wenn ich nur zurück könnte. Wenn ich mich nur entschuldigen könnte. So, ich gehe schon mal hier lang. Und gucke, was es war, was so geglitzert hat. Oder was es war, was ich gesehen hatte. Also, so. So, 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 so. So, 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 so. Das hier ist es. Oh, okay. Das ist bloß mehr Spieler im Play. Na toll. Bringt mir heutzutage eigentlich jetzt überhaupt nichts mehr. Klingt so, ob ich ein Strategiespiel spielen würde. Also wegen der Musik. Oder Sims. So. Standen Sie sich nah? Desmond und Lucy? Ich meine, näher als Freunde?
Tja, sie haben sich hin und wieder so angesehen, aber... Sie mochte ihn, Bill. Das hat sie mir gesagt. Interessant. Mehr nicht. Nur interessant. Ich habe beide oft trainiert, als ich jünger war. Nicht gleichzeitig, natürlich. Sie war eine bemerkenswerte Frau. Und ich finde diese ganze Sache sehr traurig. Traurig? Du wirst doch nicht langsam weich, Bill. So, meine Freunde. Das war's erstmal für heute mit Assassin's Creed Revelation, mit Desmond Miles und Ezio Auditore und mit mir, euren Trima. Bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Revelation. Bye bye.